Hallo Leute, ihr erinnert euch auf jeden Fall an das Katzenvideo. Wir sind um eine Gegendarstellung gebeten von Emma, die ich hier begrüße in Live-Video. Hallo Emma! Und dabei gibt es Dunja zum Übersetzung. Hi Emma, hallo Dunja! Endlich habe ich auch mal eine vernünftige Aufgabe. Hallo Fira, sagt Emma. Hi! Dunja, vielleicht kannst du mal für uns übersetzen, weil ich spreche noch nicht so gut die Hundesprache. Kannst du mir helfen? Ich versuche es ein bisschen. Du bist ja eher der Katzenexperte. Ja, und ich habe eigentlich gehört, dass Emma wollte etwas vor unserer Katzenvideo sagen. Warte. Also Emma meint, es sei einfach überhaupt nicht wahr, dass alle Hunde ein Problem mit Katzen haben. Emma mag Katzen fast lieber als Hunde, das stimmt allerdings, das muss ich zugeben, das ist manchmal auch ein bisschen peinlich. Außerdem hat sie viele andere Hundefreunde, die wirklich auch mit Katzen sogar zusammenleben und die schmusen viel. Aber es hat schon Kämpfe von Hunden und Katzen gegeben. Wie erklärt Emma das? Hä? Also Emma findet, okay, warte, also ein paar Idioten gibt es offensichtlich überall und oftmals ist das eher, was sagst du? Ah, ein Sprachproblem. Also wenn sie zum Beispiel mit dem Schwanz wackelt, was ist dann mit den Katzen, Emma? Ah, dann denken die Katzen, das heißt kämpfen. Und wenn die Katze, wenn die Katze schnurrt, dann denkt sie, oh Gott, das heißt auch kämpfen, Angriff. Sprache ist ganz offensichtlich der Schlüssel. Aha, okay, aber ich höre überall in den Medien und so, dass Hunde und Katzen Feinde sind. Wie kann das sein? Ehren sich die Medien jetzt oder was? Okay, also Emma sagt, erstens, man soll nicht alle über einen Kamm scheren. Zweitens, wenn von 100 Hunden mal einer bellt, dann was? Dann bekommt er sofort ein Fernsehinterview. Also wir sollten auch manchmal das Positive im Blick behalten. Und ganz wichtig ist dabei, sag nochmal, wenn man pinkelt, dann mit Respekt. Super. Immer. Ja. Wir Menschen in Deutschland haben gerade ähnliche Probleme. Hast du vielleicht eine Ratte? Wir lösen das Problem zwischen Hunde und Katzen. Was sollen wir machen? Also Emma sagt, ihr solltet einfach viel häufiger mal an die frische Luft gehen. Da trifft man die Leute. Und wer protestieren will, der soll das immer schön friedlich machen und am besten immer miteinander sprechen. Okay, okay, okay. Dankeschön, Emma. Und ich danke dir, Dunja, für dieses Übersetzen. Ich wünsche euch alles Gute, ja? Vielen Dank, alles Gute für euch. Wir gehen jetzt noch mal eine Runde an die frische Luft, oder? Okay, wir sehen uns bald. Ciao. Tschüss, sag tschüss, Emma. Also Freunde, ihr habt es auf jeden Fall gehört. Raus an die frische Luft. Es ist ja schon Frühling. Und was Sprachlernen angeht, also das stimmt, kann ich bestätigen. Gehen mir auch so. Und jetzt, leider muss ich gehen und Schwanzwedeln trainieren. Tschüss!